Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute haben wir was sehr cooles vor, und zwar Foodtour. Wurde sehr oft angefragt und ich glaube, das ist auch ein Muss hier in Japan, in Tokio. Also da gibt es wirklich von A bis Z alles und da werden wir uns heute mal durchtesten. Ich habe schon sehr Bock, ich habe auch guten Hunger, also ich hoffe, wir können viel probieren. Und ja, seid gespannt. Ich habe, glaube ich, jetzt neues Lieblingsgetränk, Matcha-Kaffee. Schmeckt sehr lecker, ist auch schon ordentlich süß, aber schmeckt gut. Und nice. Los geht's. Wir waren gerade im Bahnhof in New Day, so in so einem kleiner Kiosk. Ich habe mir jetzt so einen Onigiri geholt. Franz hat sich Sandwiches geholt. Einfach nur kurz für den kleinen Hunger, bevor es losgeht. Genau, und schön aufziehen, aufziehen, aufziehen. Und jetzt ziehst du die Ecken raus. Genau, das Zahn ziehst du, jawohl. Ja, und die andere Seite auch. Das sieht falsch aus. Die habe ich immer in Rewe gegessen. Und wie ist es? Die sind geil hier, oder? Sehr geil. Köstlich. Schmöcklich, saftig, knaftig. Drink Nummer 2. Smoothie. Ein grüner Smoothie. Gesund, schmeckt gut, lecker. Kann das mal Deutschland auch irgendwie reinbringen? Das ist voll cool. Oh mein Gott. Fuck. Fuck, wie geil. Wir sind jetzt in Kamakura. Wir sind, ich würde schätzen, so eine halbe Stunde mit dem Zug gefahren. Seitinfo, ich bin komplett krank hier geworden. Ich tippe auf Mandelentzündung oder so. Das ist Katastrophe. Aber egal, was macht man nicht alles für den Content hier, ne? Ja, du hast ja die ganze Zeit im Zug geschlafen. Ja, war entspannt. Vor allem, ich schwöre, ich habe das mal auf TikTok gesehen, dass die Leute da voll nett sind und extra so immer da bleiben, wenn halt die pennen. Das habe ich ausgenutzt. Also war. So, ich wette, du willst direkt am ersten Shop anhalten. Ja. Da ist Ding. Ja, da will ich rein. Oh mein Gott, guck mal, wie das aussieht. Da geht's rein. Oh, wie cool. Guck mal, der hat einfach eine Bong oder so. Hier kann man sich die ganze Bude ausstatten damit. Ich überlege gerade sehr hart, dass ich sowas mitnehme. Das ist ja schon cool, ne? Aber ich weiß nicht, ob das mal auf meinen Klodeckel passt. Ich weiß nicht, was ich für eine Form habe. Passt es nicht, dass es gerade wirklich der Toilettendeckel geworden ist. Aber babamäßig, das ist bis jetzt, glaube ich, das Beste, was ich gekauft habe. So, jetzt waren wir da oben drin. Und jetzt geht's da nochmal runter. Wichtig und richtig. Franz ist vorhin so fett dagegen geklatscht. Ja, diese Kante hier. Junge, das Ding ist, hängt so tief. Sieht einfach so viel schöner aus als alles andere, was es gibt. Kleines Rätsel für euch. Wisst ihr, wie dieser Bré hier heißt? Das ist ein ganz bestimmtes Pokémon. Aus dem Klodeckel wurde mal kurz, ich glaube, 4, 5 Sachen mehr. Also ich wusste, ja, Franz hat auch sich ordentlich was gegönnt. Ja, also ich bin happy. Das ist bis jetzt mein schönster Einkauf, glaube ich. Aber wir wollten eigentlich eine Foodtour machen. Was ist das hier schon wieder, ne? Wir haben jetzt Danko gespottet. Habe ich noch nie probiert. Franz meint, das ist gut. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ein so ein Ding hat jetzt 300 Yen gekostet. Ich habe echt keinen Plan, wie das sein soll, ne? Aber irgendwie sieht das eklig aus. Mm. Das ist einfach wie Gummi mit irgendwas Süßem, aber auch irgendwie ein bisschen salzig. Es ist interessant, aber ich würde es nicht nochmal essen. Es gibt von mir so 2,5 von 5 Sternen. Ja, nicht schlecht. Na, ist gut. 3,5. Okay, wir haben hier ein paar Sachen abgestaubt. Was ist das mit Mais? Achso, das ist Mais drin. Ja, na klar. Schmeckt nach nichts außer Mais. Kann man machen. Ist halt Mais. It's cold! Boah. Mm. Das schmeckt irgendwie deutsch. Das schmeckt nach so Sellerie oder so. Nach Sauerkraut, aber ohne sauer. Schmeckt aber lecker. Nee. Das ist es nee, nicht. Da ist Wasabi drin. Nee. Geil, das ist nicht. Es ist Mais in so einem weichen Teig. Schmeckt gut, ne? Mm. Mhm. Schmeckt richtig gut. Ja, auch Sellerie, irgendein Kraut. Das schmeckt geil, ich mag das. Ich finde das gut. Gemüse-Miso-Suppe, sowas in der Richtung. Wenn die alle auf einen Spieß wären, was würdest du denen insgesamt geben? 3. Ich wäre bei 2 Sternen dabei. Geil, das sind Matcha-Mochis in Würfelform, aber richtig cool. Oh, guck mal, da ist es schon. Ich finde mein Matcha mag das sehr geil. Ich gebe dem eine 4 von 5. Na, auf 4. Wie hast du dich entschieden? Für Apfel. Ja. Okay, für irgendein Getränk Apfelhonig. Mein Hals ist ja ein bisschen kratzig. Vielleicht kickt der Honig irgendwie rein, auch wenn es ein kaltes Getränk ist, wer weiß. Boah, das scheppert schon ordentlich. Süß? Sehr süß. Junge, das ist wie wenn du Sprudelino diesen Sirup da reinkippst, aber komplett die ganze Flasche. Ist schon sehr, sehr süß. Aber okay, kann man machen, aber. Würde ich nochmal 1 von 5 ist eigentlich scheiße. Ich würde sagen 2. Einfach gerade so eine kleine Gruppe von, ich würde sagen Jugendlichen, hat einfach gerade Franzis so angesprochen, weil wir so mit der Kamera rumgelaufen sind, ob die uns helfen können, weil die von hier kommen. Richtig süß. Die sind so nett einfach. Die wollten uns einfach so gerade zeigen, wo was ist oder so. Voll cute. Die Dame hat mir alles gereicht. Ich habe alles probiert. Das ist hier wie auf dem Bazar. Nimm, nimm, nimm. Und hier. Ja, wir haben 600 Yen Discount bekommen. Und habe insgesamt 3000 Yen bezahlt. 26 Euro? Nee, 22 Euro. 22. Ja!
Das sieht aus wie ganz viele Mumus. Und was lernen wir daraus? Dass jede Mumie einzigartig ist und auf ihre Weise wunderschön ist. Egal welche Form, welche Farbe, welche Größe. Ja. Na Kinder, vergiss das nicht. Okay, wir waren gerade noch in so einem richtig niedlichen Laden, wo die Sticker und alles mögliche verkauft haben. Und ich habe mir jetzt aber richtig, richtig süße kleine Ohrringe mitgenommen. Und Johanna, wenn du das siehst, du kannst dich auch freuen auf ein kleines Present von mir. Also. Wir haben jetzt hier was ganz Cooles entdeckt. Das sind so Toasties mit... Das Weiße, was da drin ist, ist Shirasu. Das sind kleine Fische. Ja, deswegen, ich bin gerade sehr am Überlegen, ob ich da mal mit probieren sollte. Man kann immer ein bisschen probieren. Ja, der Franzl kauft das ja. Ich supporte das nicht. Du, ich esse das auch alleine. Nee, der Franz macht das schon. Mal gucken. Erdbeer-Cream-Soda. Fuck, ja, ich mach's vielleicht ohne Kamera. Oh, das ist das Ergebnis. No. Na gut, schmeckt leicht frisch. Das sind diese kleinen Fische hier. Die liegen im Käse. Stabile 4. Schmeckt geil. Sehr lecker. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist so mit ein bisschen Sprudel. Schmeckt aber wie sahnige Erdbeer-Smoothie. Nee, schmeckt geil. Gibt eine 5 von 5. Fühl ich gut. Ey, das ist bodenlos. So können wir eigentlich nicht. Doch, so können wir bezahlen. Die freuen sich. Nächster Spot. Das da. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich nehme das mit Cheese. Franz nimmt was mit Fleisch. Kann ich mit Cheese halt. Also es ist eine Käsekrokette. Eine Käsekrokette? Klassischen Deutsch, eine Käsekrokette. Das kann gar nicht schlecht schmecken. Schmeckt gut. 4 von 5. Krabben, Käse, Krokette. Das ist aber lecker. Das ist schon 5. Das ist richtig lecker. Hier sitzt quasi Käse drin und da befinden sich hier auch so Krabbenstückchen drin. Das ist ganz luftig, locker, leicht. Ja, es zerfällt schon. Das ist so lecker. Hat zusammen 400 Yen gekostet. Ja, ein so ein Stück 200 Yen. Oh, richtig geil. Lecker. Die hatten uns hier gerade kandierte Früchte geholt. Meins war 5 von 5, ich hatte einfach Erdbeeren genommen. Roman, ich denke an dich. Na, was schmeckt die? Also erst einmal nach Gurke, leicht gesalzen, eingelegt, da oben sind die drin. Und scheiße, sind wirklich lecker. Die sind eine 5. Warum, was haben wir? Der Buddha-Face? Perfekt. Soll ich hier holen? Oh Gott, das ist so peinlich, Junge, die gucken. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich hier sehr wohl. Deshalb. Willst du nicht vegan sein? Nein. Die Tiere ins Schlachthaus. Ja, alle hier rein. Dann tut ihr rein gar nichts. Hi, eine Brille noch. Hi, eine Brille. Sieht schon leid aus. Boah, deine Brille. Das schmeckt richtig gut. Richtig normal schmeckt das. Total normal. Wie viele Sterne, mein Freund? 3. Du kannst dir so ein Buch kaufen und an jedem Tempel, an den du gehst, kannst du wie so ein Kalligraphie-Ding reinzeichnen lassen. Das sind alles Glücksbringer, die man kaufen kann hier oben. Je größer der Glücksbringer, desto mehr Geld kostet der. Und die geben alle für unterschiedliche Sachen Schutz oder Glück. Für die gute Reise, fürs Geschäft. Also die ganz großen hier rechts zum Beispiel, die sind meistens für Firmen. Ich gehe jetzt eine Runde an dem Schrein beten, ja, weil ich das cool finde. So, ich muss erstmal mal gucken, wie die Reihenfolge war. Das war einmal verbeugen, Münze rein, zweimal verbeugen, zweimal klatschen. Bänden, einmal verbeugen, fertig. Okay. Beim Raustreten aus dem Schreingelände dreht man sich um Richtung Schrein und verbeugt sich als Respekt zu den Göttern. Genau. Ist da auch die Aphrodite dabei? Ja. Das ist die Göttin der Fruchtbarkeit. Und eine griechische Göttin. Ja. Ja, klar. Ist sie hier auch am Start? Ja, die hängt bestimmt irgendwo rum. Ja, nice. Soll mir viel Glück bitte in mein Leben wünschen. Okay, Freunde, ihr seht jetzt mal eine Liste von unseren ganzen bewerteten Gerichten. Snacks? Was? Das passt schon. Also wir konnten jetzt leider nicht mehr so viel probieren, weil wir wirklich voll sind, aber war sehr interessant, mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Schmackhaft hat zu sagen, war natürlich auch wieder am Start. Ja, es ist jetzt auch schon spät und kalt. Ich habe gar keine Jacke an. Ich höre mich noch verschnupft an. Ist babamäßig. Lasst einen saftigen, knackigen, respektlosen, geilen Like da. Vergiss nicht, wieder zu kommentieren. Vergiss nicht wieder, das Video zu kommentieren, falls ihr neue coole Spots habt, die ihr sehen wollt, die Franzin und ich, das Grottduo des tokyotischen Abenteuererlebnis erkunden sollen. Ich würde sagen, bis in naher Zukunft.